Hallöchen, Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Titan Quest. Ich habe mir das Video angesehen und bin nicht erfreut drüber. Ich bin nicht glücklich an meine. Ich habe ja hohe Qualitätsansprüche. Und es hat super viele Ruckler gehabt. Wusste ich nicht, also ich habe trotzdem 60 FPS gehabt, trotzdem hat der geruckelt ohne Ende. Ich habe jetzt den Qualitätslevel ein Stück höher, also höher im Sinne von je höher, desto weniger Qualität. Ihr dürftet keinen Unterschied eigentlich sehen, würde ich mal behaupten. Die Voreinstellung auf maximale Qualität, auf Qualität gestellt. Oh, Hallöchen. Sirin, der Kampfeslustiger, anti-orchischer Held. Und irgendwie so ein, noch irgend so ein Krams, wo die Bitrate angepasst wird. Auf Kosten der GPU. Ugh, Giftpfeile, ist ja voll widerlich. Bisher sehe ich noch keine Rukle. Soll es wieder vorkommen. Ich entschuldige mich auf jeden Fall schon mal dafür. Ist halt leider immer so beim Testen, muss man halt immer ein bisschen rumprobieren. Das passiert. Solche Parts könnt ihr dann einfach Augen zu und zuhören euch dann reinziehen. Ja, außer natürlich erst stört einige die Mini-Ruckler. Ich war auch nur ab und zu mal ein paar Ruckler gewesen. Ich habe halt nur wirklich die Stellen angeschaut, wo der Codierer überlastet war. bisher noch nicht. Ich gucke mir danach auf jeden Fall nochmal das Video an. Erstmal, wie ist die Qualität? Wie ist die Flüssigkeit des Bildes? Sollte es tatsächlich nicht gehen, es ist ja auch kein, ist ja auch nicht das. Und ich habe 18 GB Dateien, das geht natürlich auch. Es ist no way, auf gar keinen Fall. Ich kann nicht dauerhaft solche großen Dateien hochladen, auch wenn ich könnte, aber irgendwo muss ich auch speichern zwischendurch. Ne, es geht nicht. Ansonsten muss ich ja wieder zur CPU zurück. Das ist jetzt auch nicht das Problem. Ich habe ja eine gute, ich habe ja ein i7 4770K. Ich overclocke zwar nicht. Also übertakte die CPU nicht. Ansonsten ist halt die Grafik, die Grafikkarte dafür da, die Grafik darzustellen. Das ist halt auch möglich. Ist jetzt nicht das Problem, die Grafik. Eine Grafikkarte ist ja dafür da, die Grafik darzustellen. Und wenn ich halt andere Spiele auf Max GPU, Max Settings spielen kann, ist mir das erstmal nicht glücklich. Nun, da der Posten gesichert ist, können wir diesen Abschnitt des Waldes halten. Vielen Dank. Aber ich gebe mir nichts dafür. Achso, doch hier, ja. Die Monster verziehen sich und selbst ihre Anführer ducken sich vor dir. Nun, da wir nicht mehr dauernd angegriffen werden, können wir Mauern bauen und in diesem Abschnitt des Waldes Patrouille gehen. Was will ich mit solchen Beinchen, ne? Der hat mich dummerweise. Ja, Lähmung ist hier sehr an der Tagesordnung. Finde ich uncool. Den Schattenfürst muss ich halt killen. Oh. Bin wieder mein Skill. Bam. Ja, Audio habe ich mir jetzt nicht angehört, tatsächlich nicht. Muss ich bei der nächsten Folge nochmal machen. Darauf achten. Gerade mit Noise Cancel, oder weil ich ja Testaufnahmen gemacht habe, das hat alles super funktioniert. Aber ich werde es trotzdem nochmal anhören. In live quasi.
Okay. Ist ja noch keine Codierer-Überlastung, das ist schon mal super. Schauen wir uns dann mal die Dateien an. Wie groß sind, kann ich die jetzt angucken? Hoch. Naja, okay, ich sehe die Aufnahmengröße erst nach Abschluss des Videos. Schade. Aber ich hätte jetzt daran ja eh nichts ändern können. Oh, ich hau auf, die Datei ist zu lang. Wäre zu groß. Nee, nee, natürlich nicht. Wir sind ekelhafter Schattenfürst. Ah, okay, man ist das relativ eindeutig, wann er seinen Skill macht. Kann man das sehr gut dodgen. Na, er hat meinen Skill schon nicht gemacht. Der bricht den immer wieder ab. Ich verstehe nicht warum. Auf jeden Fall sehr viele Tränke. Die machen mittlerweile sehr viel Schaden. Die Gegner damals waren nicht so heftig gewesen. Akt 4, Schattenwerfer. Oh, ein Antioch. Giftpfeile, wie eklig. Eine Pflanze. Die haben beide keinen Mana. Scheint also nur normal anzugreifen. Oder auch nicht. Die stunnen auch. Sehr widerlich. Ist ja kein Problem. Einer schrumpft zusammen. Die Hauptaufgabe sogar gewesen. Nice. Medeas Hain. Meine Herrin, Medea befindet sich dahinter. Achso, das war das mit dem. Ja, ich brauche ihre. Ihre. Ist das die gewesen? Die Arbeiterin, Hebe, die das Buch kennt? Du bringst meine Wachen um und bittest mich dann um Hilfe? Aha. Typisch Held. Ich sollte dein Blut in Öl verwandeln. Aber es bereitet mir Freude zu sehen, wie du dich abmühst. Es war Hades, das Land der Toten, in das diese Erscheinung dich geschickt hat. Hades, wo nur wenige Lebende hingelangt sind und von wo noch weniger zurückgekehrt sind. Kein lebender Sterblicher hat den Weg dorthin gesehen, aber die uralten grauen Schwestern kennen ihn. Wenn du mir ihr einziges Auge bringst, zeige ich dir den Weg. Doch gib Acht, Held! Die grauen Schwestern werden ihr Auge nicht freiwillig hergeben, denn es ist das Einzige, das sie haben, und sie teilen es unter sich auf. Ihr Zorn wird nur noch von ihrer Macht übertroffen, und schon bald wirst du beides zu spüren bekommen. 18.000 Erfahrung. Gerne nehme ich die mit. Natürlich nicht mehr viel. 264.000 brauche ich auch nichts. Es ist weg. Weg. Wenn die Herrin herausfindet, dass ich das Siegel verloren habe, dann wird sie mich langsam vergiften und meinen Kopf als Exempel auf der Mauer platzieren. Das Siegel. Das Siegel der ersten Apoptysis. Ich war draußen. Die Formiziden müssen es genommen haben. Sind das nicht irgendwie Echsen gewesen, die Formiziden? Ich glaube, ich habe es jetzt. Ich kann einen Trank brauen, der jedem bemerkenswerte Kräfte verleiht. Alles, was ich brauche, sind ein paar Kopfpilze, etwas Aphodilwurzel und das Blütenblatt einer Nachtblume. Bring mir diese Zutaten und ich werde den Trank mit dir teilen. Wie könnte ich diese arme Frau vergessen? Alles, was sie wollte, war, dass ihr armes Kind geheilt wird. Aber Medea verlangte das große Buch der Leichenkönigin Kalixenia. Die Frau käme bestimmt ums Leben, wenn sie es besorgen würde. Ich hätte ihr fast gesagt, wo sie es finden kann, aber du könntest es tun.
Dies ist der Stein des Erwachens. Nimm ihn und lege ihn auf den Altar der Leichenkönigin in den zakonischen Ruinen. Damit rufst du sie. Doch ich warne dich. Sie wird ihr Buch nicht freiwillig hergeben. Stein des Erwachens. Es ist dir nicht leicht. Versuche einmal mit all diesen Frauen zu verhandeln, die dich in eine Maus verwandeln können, wenn ihnen etwas nicht passt. Auf Wiedersehen. Ordentlich Mission mitgenommen, ne? Hätte ich gedacht. Einst gab es eine große Stadt namens Propontis. Jetzt gibt es dort nur noch ein Moor. Die zakonischen Könige herrschten über Propontis und jeder von ihnen versteckte ein ganzes Vermögen in seinem Palast. Den Legenden nach soll es noch immer einen antiken Schatz in den Ruinen geben. Er ist vom mächtigsten zakonischen König, Dorus war sein Name, versteckt worden. Viele Leute gehen dorthin, um ihn zu suchen, aber selten kommen sie zurück und niemals mit dem Schatz. Dann werden wir das mal ändern. Xisches Land. Ah, mal gucken. Wenn wir gleich das mal wieder Part enden. Na, Hälfte haben wir schon. Hälfte haben wir erst. Alles gut. Da noch kein Part Ende. Können also noch ein bisschen was erreichen. Ist gut. Eine Höhle, wo rein? Ampelische Höhlen. Ich glaube nicht, dass es da durchgeht. Nein. Ist auch noch was. Ampelische Höhlen. Ah ja, okay. Ich bin wahrscheinlich einmal unten durch. Ein Brunnen. Homicide. Nahkämpfer? Unteroffizierin? Ist auch ein Nahkämpfer, oder? Hallöchen. Eine Priesterin. Herrlich. Gehen wir erstmal unten lang, da müssen wir wahrscheinlich dann gleich bei der anderen Höhle wieder rauskommen. Auf der anderen Seite. Wenn wir das tun würden. Hm. Ach, die sind gut. Schöne Insekten. Schöne Nahkämpfer. Sind nur drei, es lohnt sich gar nicht, die anzugreifen. Dann geht's halt nach oben. Zum anderen Eingang. Direkt da drüben. Ne, ist okay. Wir bleiben erstmal hier drinnen. Ein Hauptmann, zwei Hauptmänner da, oder? Oh, ganz viele von denen. Geld. Müll. Dann ging es auch noch lang. Eine hohe Priesterin, aber eigentlich kann doch Priesterin nur heilen, oder? Dachte ich, ja, die hat eine Dodge-Rate, ist ja Wahnsinn.
Gut. Alle Kleinen erstmal angelockt. Die Große ist ganz alleine hinten. Sehr gut. Der große Käfer. Königin, ich vermisse sie, den Helden. Nicht weglaufen, schön bleiben. Ah, warum ist sie mal wieder weglaufen? Jetzt haben wir keinen Mana mehr. Kannst du nichts Starkes mehr machen. Dann macht sie mir auch gar keinen mehr, ne? Das heilt sie sich selber. Siegel der ersten Apropos-Dingensen. Das Ding halt. Na, dann ging's noch lang. Dann müssen wir ganz kurz dort noch hin. Gar nicht, Alter. So ein langsames Movement-Speed. So würde ich gerne normal laufen. Aber du müsstest dich meine anderen Boots anziehen. Ach, du kannst auch normal kämpfen, oder? Ist auch geil. Warum gab es hier einen Brunnen? Naja, gut. Kann man ja ab und zu mal gebrauchen. So, wir haben noch ein paar Minütchen. Danach schaue ich mir die nächste Aufnahme an. Bin ich gespannt. Bin ich sehr gespannt, ob es hier irgendwas gab. Bisher habe ich keine Kodiererüberlastung gesehen. Ist also keine Ruckler, dürfte das bedeuten. Oh. Muss er tatsächlich da durch. Finde ich uncool. Um auf der anderen Seite wieder rauszukommen. Ja. Alles andere, das wäre sonst auch unlogisch gewesen, wenn das keinen Sinn hätte. Was hier gemacht wurde. Wir haben noch, wir sind bei 18 Minuten, wir haben noch ein paar Minütchen. Sorones. Antioch Waldfürst. Locken wir mal alle an. Macht viel mehr Spaß, wenn alle dabei sind. Geht's weiter. Ja, mein 608 DPS ist immer noch okay. Hat sich nichts geändert zu sonst. Ist aber auch noch sehr offiziell hier aus, wo es lang gehen könnte. Da ist noch ein Boden links. Eine Clanherrin. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt zuerst langlaufen soll. Das ist ja eklig. Damn, bam, bam, bam. Easy going. Aber ich sag einfach, das ist super. Da freue ich mich einmal drüber. Eine Lamia-Clanherrin. Lamia kenne ich auch aus Lufia 2. Das sind Lamia, die. Also Lufia 2 war ein super altes Super Nintendo-Spiel. Aber kann ich nur empfehlen. Gibt es auch ein Let's Play auf meinem Kanal davon? Könnt ihr euch gerne angucken. So hießen, glaube ich, diese Sirenen. Eine Lamia.
Nicht der Meinung, ja. Alles Nahkämpfer, herrlich. Mal sehen, was wir da kriegen durch diesen Lebensentzug. Ja, Wahnsinn. Herrlich. Ist einer meiner Lieblingsabteile hier. Sehr schön. Wunderbar. Nur Nahkämpfer. Es gibt keine Fernkämpfer hier. Das ist nicht von den Lamias. So, hier geht's lang. Das wird dasselbe. Hier geht's auch lang und da geht's auch lang. Egal, wo ich zuerst lang soll. Großer Saal von Pontis. Und Nebenaufgaben, nein. Wo muss ich hin? Weiß es nicht. Gut, meine Freunde. An der Stelle mal ganz kurz mal eine kleine Pause. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Titan Quest. Ich gucke mir mal jetzt die Videodatei an und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.